In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man den Mittelwert und Effektivwert von einer periodischen Funktion mit Hilfe von ATSPICE ausrechnen kann. Bevor man das jetzt für ein beliebig kompliziertes Beispiel macht, ist es immer schlau, sich erstmal ein einfaches Beispiel anzuschauen, zum Beispiel dieses hier, so eine periodische Rechteckpulsfolge. Da kann man den Mittelwert relativ einfach bestimmen, indem man sagt, okay, die Fläche hier oberhalb der Zeitachse und die Fläche unterhalb der Zeitachse, die sind genau gleich groß, weil das geht hier bis zur halben Periodendauer und das geht über die andere Hälfte der Periodendauer. Und die Fläche zählt man positiv, die Fläche zählt man negativ. Deswegen ist dann der Mittelwert dieser Funktion UB einfach 0. Und den Effektivwert kann man in dem Fall auch recht einfach bestimmen. In der ersten Hälfte der Periodendauer hat die Funktion den Wert U0. Der Effektivwert ist ja sowas wie der quadratische Mittelwert. Wenn man das quadriert, kommt da U0 Quadrat raus. In der zweiten Hälfte der Periodendauer hat die Funktion den Wert minus U0. Wenn man das quadriert, kommt auch U0 Quadrat raus. Also hat die Funktion über die gesamte Periodendauer dann als Quadrat den Wert U0 Quadrat. Wenn man davon den Mittelwert nimmt, kommt da U0 Quadrat raus und davon die Wurzel ist wieder U0, sodass als Effektivwert dann rauskommt, das hat den Wert 0. So, wenn man das Ganze jetzt in dem ATSPICE machen möchte, kann das ATSPICE nicht mit so Variablen wie U0 rechnen. Deswegen müssten wir mal sagen, dass das U0 zum Beispiel 1 Volt ist und dass das minus U0 dann dementsprechend minus 1 Volt ist. Und der Mittelwert bleibt dann eben bei 0 oder meinetwegen bei 0 Volt. Und der Effektivwert sollte dann 1 Volt groß sein. So, um das Ganze jetzt in dem ATSPICE nachzubauen, baut man sich eine neue Schematik. Dann brauchen wir eine Spannungsquelle, die findet man unter Component. Voltage ist die Spannungsquelle. Und damit die Spannungsquelle irgendwo einen Strom durchschicken kann, braucht man immer einfach noch einen Widerstand. So, dann braucht man, wenn man schon mal in ATSPICE etwas simuliert hat, weiß man, dass man auch noch einen Masseknoten braucht. Und das verdrahtet man dann miteinander. Und dann kann man der Spannungsquelle jetzt sagen, unter Advanced, indem man mit der anderen Maustaste da draufklickt, dass man versucht, der jetzt genau diesen Zeitverlauf hier zu geben. So, und dafür gibt es hier so eine Funktion Puls und die kennt halt die Parameter V-Initial, das ist sozusagen der Spannungswert, mit dem wir anfangen, beziehungsweise der minimale Spannungswert. Das sollte in unserem Fall minus 1 Volt sein. Also muss da mal minus 1 Volt hin. Dann V-On ist die maximale Spannung, das ist sozusagen, ja, also wir springen hier von minus 1 Volt auf plus 1 Volt, also muss da 1 hin. So, Delay ist die Verzögerung, mit der das passiert, die ist prinzipiell 0. So, dann ist T-Rise, ist die Anstiegszeit. Die Anstiegszeit in diesem Beispiel ist ja praktisch unendlich klein, weil das ein perfekter rechteckförmiger Puls ist. Wenn man jetzt hier 0 eingibt, ist das für das ATSPICE nicht so gut. Es sollte irgendwas Kleines sein. Wir nehmen zum Beispiel mal eine Nanosekunde. Eine Nanosekunde ist relativ klein, genauso für die Abfallzeit auch eine Nanosekunde. T-on ist die Zeit, in der der Puls an ist. Da nehmen wir jetzt mal einfach an, dass eine Periode, also hier ist das ja sozusagen im Bogenmaß geschrieben, 2π. Wir nehmen an, dass die Periodendauer einfach eine Sekunde ist. Dann ist die Zeit, in der der Puls an ist, 0,5 Sekunden. Und halt hier muss natürlich ein Punkt hin. Und die Periodendauer wäre dann eben eine Sekunde. Und damit n Cycles ist die Anzahl der Zyklen, die Anzahl der Perioden, damit simulieren wir jetzt mal 10 Perioden und klicken auf OK und dem Widerstand geben wir einfach den Wert 1. Und jetzt kann man, wenn man möchte, diesen Knoten hier oben, der jetzt einfach mit Knoten 1 nummeriert wird, dem noch den Namen Quelle geben und das nochmal einmal kurz hier verdrahten, dann ist der Knoten hier oben, der hat dann einfach den Namen Quelle. So, und jetzt fangen wir an, das zu simulieren und simulieren das jetzt transient, also im Zeitbereich und simulieren das mal über 10 Perioden dauern. Dann wäre halt die Stoppzeit auch 10 Sekunden.
Den Rest kann man einfach alles auf den Standardeinstellungen lassen. Und dann klicken wir mal OK. Dann ist das jetzt hier unten schon fertig simuliert. Und mit dem Tastkopf oder mit dem Spannungsmesskopf von dem Oszilloskop kann man jetzt hier die Spannung messen an unserer Quelle. Und dann sieht man, die fängt bei minus 1 Volt an, springt auf 1 Volt, nach 0,5 Sekunden springt die wieder runter auf minus 1 Volt, dann springt die wieder hoch und so weiter und so fort. Das ist jetzt genau der Spannungsverlauf, der auch hier drüben in dem Beispiel ist. Und jetzt gibt es einen Trick, wenn man auf der Tastatur oder eben auf der Bildschirmtastatur hier die Steuerung-Taste gedrückt hält und dann auf die Spannung hier oben drauf klickt, kommt ein kleines Fenster, in dem man den Mittelwert, den Average, ablesen kann und den Effektivwert. Für den Effektivwert steht hier die Abkürzung RMS. Dieses RMS steht für Root Mean Square, also genau für die Bedeutung des Effektivwertes, eben den quadratischen Mittelwert und davon die Wurzel, also Root von dem Squared Mean. Und dann sieht man, als Mittelwert kommt hier nicht exakt 0 raus, weil, naja, wir haben ja eben gesagt, da ist eine gewisse Anstiegs- und Abfallzeit und deshalb ist das sowas wie ein Rundungsfehler. Aber minus 48 Nanovolt ist ja schon relativ klein. Und für den Effektivwert kommt relativ genau 1 Volt raus. Und genau auf diese Art und Weise kann man jetzt, wenn man dieser Quelle hier andere Parameter gibt, zum Beispiel für was Pulsförmiges oder für was Sinusförmiges oder für was Exponentielles oder PWL meint Piecewise Linear, da kann man praktisch wie in einer Wertetabelle angeben, nach dem und dem Zeitpunkt will ich den und den Wert der Spannung haben, nach dem und dem Zeitpunkt will ich den und den Wert der Spannung haben und so weiter und so fort. Kann man dann praktisch für beliebige Zeitfunktionen, für periodische und auch für nicht periodische, wenn man so will, den Mittelwert und den Effektivwert ausrechnen. Und damit kann man dann natürlich auch mal ein bisschen kompliziertere Beispiele rechnen, wie zum Beispiel was, wo es einen Anstieg gibt und es dann konstant bleibt, wo man zwar den Mittelwert hier auch noch relativ einfach grafisch rausbekommt, aber den Effektivwert schon schwieriger bestimmen kann und eigentlich nur per Rechnung das machen kann. Oder zum Beispiel dieses Beispiel oder das mit der Dreieckfunktion oder meinetwegen auch das mit dieser nach oben geschobenen und phasenverschobenen Kosinusfunktion.